Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Knut, was willst du? Dir einen aufs Maul hauen. Ivy gehört mir. Meinst du, du schaffst das? Du Arschloch! Mit dir werde ich fertig! Na dann lass uns kämpfen. Ich mach dich zum Schaf. Hör auf, du hast gewonnen. Lass Ivy in Zukunft in Ruhe. Ah doch, ja, ich lasse ihn in Ruhe. Was kann ich für dich tun? So wie du grinst, hat Groma dir seinen Segen gegeben. Hat er. Und es kommt noch besser. Erzähl. Ivy will mit mir nach Argan reisen. Dort herrscht Krieg, mein Freund. Das ist kein Ort für Verliebte. Als du angefangen hast, mich zu unterrichten, hast du verschwörst. Damals wolltest du alleine reisen. Jetzt soll Ivy dich begleiten. Du warst ein guter Lehrer. Ich kann sie beschützen. Du kannst sie beschützen? Beweise es. Ich habe dich im Zweikampf besiegt und die Goblins getötet. Und vergessen? Ich war so nett, dich gewinnen zu lassen. Und die Goblins waren eben nur Goblins. In einem echten Kampf. Beweis mir, dass du Ivy beschützen kannst. Dann bringe ich euch beide nach Argan. Willst du nochmal gegen mich kämpfen? Nein, ich habe hier ein Päckchen mit seltenen Kräutern für Lyrka. Bring es ihr. Du willst, dass ich zu Lyrka gehe? Der Hexe? Ich müsste durch den Dunkelwald. Dort soll es die wildesten Tiere der Insel geben. Du musst es nicht tun. Du kannst mit Ivy auf Feschir bleiben. Schafe hüten. Gib mir das Päckchen.